die Voranweisung, ebenfalls eine Schleifenanweisung. Wir werden uns hier nicht mit der Voranweisung in ihrer tatsächlichen, ganz einheitlichen Form auseinandersetzen, sondern die Voranweisung nur so kennenlernen, wie man sie eigentlich zu 95-99% nutzt. Zunächst die Syntax. Es kommt das Schlüsselwort vor und dann in runden Klammern drei Teile. Das ist die Initialisierungsanweisung, die auch wegfallen kann, ist also optional. Ein boolescher Ausdruck, der auch wegfallen kann, die sogenannte Schleifenbedingung, ein Semikolon. Und was ebenfalls wegfallen kann, ein Inkrementausdruck. Die Klammer zu. Und dann kommt die Schleifenanweisung, das heißt Iterationsanweisung. Sinn und Zweck der Voranweisung ist das Durchlaufen eines Wertebereichs. Und das schauen wir uns mal in der Semantik an. Wenn eine Voranweisung ausgeführt wird, wird zunächst die Init-Anweisung ausgeführt. Im Allgemeinen wird hiermit eine Variable eingeführt und initialisiert. Anschließend wird der boolsche Ausdruck berechnet, das heißt die Schleifenbedingungen überprüft. Falls dieser Ausdruck den Wert true liefert, dann wird die Schleifenanweisung, die Iterationsanweisung ausgeführt. Anschließend wird dann der Inkrementausdruck berechnet, der im Allgemeinen Variablenwerte, die in der Schleifenbedingung auftreten, diese Variablenwerte manipuliert, sodass unter Umständen diese Schleifenbedingung dann irgendwann mal den Wert false liefert. Anschließend wird, nachdem der Inkrementausdruck berechnet wurde, erneut die Schleifenbedingung, der boolsche Ausdruck, berechnet. Und falls dieser false liefert, beendet die Voranweisung. Falls der true liefert, geschieht dasselbe nochmal. Die Iterationsanweisung wird ausgeführt, der Inkrementausdruck wird ausgeführt oder ausgewertet und dann wird wiederum die Schleifenbedingung überprüft.